the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place beyond the sun, just a step beyond the smelled like lemon drops away above the chimney tops. That's where you're. Welch wunderbare musikalische Eröffnung. Ich werde die beiden Musiker und die Musikerin gleich vorstellen. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zur 8. Preisverleihung des Anne-Klein-Frauenpreises. Es ist wunderbar, dass so viele gekommen sind. Herzlichen Dank dafür. Wir freuen uns wirklich immer wieder, wie dieser Preis auf Resonanz, auf Liebe, auf Wertschätzung stößt. Das macht wirklich Spaß. Ich möchte Ihnen gerne die beiden vorstellen, die Sie gerade schon musikalisch genießen konnten. Frau Avital Gerstetter, Frau und Herr Andreas Altenhof werden heute uns musikalisch durch diesen Abend begleiten. Frau Gerstetter ist die erste jüdische Kantorin
und versteht sich als Brückenbauerin zwischen den Religionen. Ihre Stimme, wenn Sie mehr Lust auf sie haben, ich habe es, dann können Sie sie regelmäßig in der Synagoge in der Oranienburger Straße hören. Sie wird begleitet am Klavier von Andreas Altenhof. Er ist Mitglied des Direktoriums der Neuköllner Oper, studierter Kirchenmusiker und Experte für Kurt Weill und alternatives Musiktheater. Beide musizieren heute Abend erstmals zusammen und das auf besonderen Wunsch unserer drei Preisträgerinnen. Herzlichen Dank Ihnen hier schon mal vorab. Und ich möchte jetzt, weil das hier gute Tradition ist, das Video ankündigen, damit Sie eben auch Anne Klein, die Stifterin dieses Preises, kennenlernen. Manche, die treu und bei jeder Preisverleihung dabei waren, kennen dieses Video. Aber ich muss sagen, mich berührt es immer wieder, weil es einfach so sehr zeigt, warum Anne Klein diesen Preis gestiftet hat und warum wir jedes Jahr so wunderbare Preisträgerinnen finden, wie dieses Jahr auch. Dankeschön. Haben eine andere Vorstellung von Politik und eine andere Qualität von menschlichen Beziehungen, die sich auch in der Form der politischen Auseinandersetzung durchsetzen und zeigen wird. Anne Klein legte den Grundstein für einen neuen Stil in der Politik. Sie war Feministin, Anwältin und Notarin und die erste Senatorin in Berlin, die offen lesbisch lebte. Anne war Feministin und das hat man immer gemerkt bei allem, was sie getan hat, bei allem, über das sie nachgedacht hat, bei allen Positionen, die sie vertreten hat. Anne Klein war durch und durch Feministin und war durch und durch Juristin. Und sie kämpfte mit den juristischen Mitteln um die gleichen Rechte für Frauen und gegen Diskriminierung. Und sie bekämpfte insbesondere sehr leidenschaftlich, wenn Recht eingesetzt wurde, um Menschen zu diskriminieren. 1989 wurde Anne Klein unter Walter Momper im Berliner Senat, der wegen seiner Frauenmehrheit auch als Feminat bekannt wurde, Senatorin für Jugend, Frauen und Familie. Sie schwor ihren Eid mit den Worten, so wahr mir Göttin helfe. Sie hat sich als Feministin für Frauen- und Mädchenprojekte eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass die gefördert werden, dass die eine politische Lobby bekommen. Und sie hat als Senatorin das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Leben gerufen. Und sie hat sehr früh erkannt, dass es eigentlich darum geht, Institutionen zu schaffen, die plötzlich Kraft und Energie multiplizieren. Das hat sie dann richtig aufgenommen, um mal zu gucken, wo ist eigentlich der zentrale strukturelle Hebel, der ganz viel verändert. Anne Klein engagierte sich in der Berliner Frauenbewegung, war Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Berlin und stärkte die Rolle der Frauen in der Politik nachhaltig. Ja, Anne war rational und leidenschaftlich zugleich. Sie war nicht verbissen, aber sie kämpfte mit großer Leidenschaft und glaubte an das rationale Argument. Sie hatte sehr, sehr viel Charme. Sie war sehr offen gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das hat bewirkt, dass sie tatsächlich überzeugend war und viele Freunde und Freundinnen hatte. Anne Klein war eine Person, die immer furios bei der Sache war. Also so viel und breit gelebt hat, von Journalismus bis Reiseleiterin. Und sie war immer eine Anwältin, die sich in ganz besonderer Weise für die Mandantinnen und Mandanten eingesetzt hat, deren Vertretung sie übernommen hatte. Wirklich mehr als andere, sehr kämpferisch, sehr engagiert. Anne Klein konnte anderen Kraft geben, sie konnte anderen Mut geben, ermutigen, sich für Frauenrechte gegen Diskriminierung einzusetzen. Also das war das Wunderbare an ihr. Ich glaube, was sie am meisten beeindruckt hat, war doch immer, dass Personen auch den Mut haben, den Finger gegen den Mainstream in eine Wunde zu legen. Auch den Mut zu haben, Dinge, die am Anfang noch obskur erscheinen, einfach auch anzusprechen. Deshalb freue ich mich, dass es einen Anne-Klein-Preis gibt, der eines schaffen kann, nämlich Beharrlichkeit und Mut in solchen Bedingungen auch auszuzeichnen.
Damit Frauen weiterhin öffentlich für ihr Engagement wahrgenommen und gefördert werden, hat Anne Klein den Anne-Klein-Frauenpreis gestiftet. Ach, der Preis, das war eigentlich eine ganz unfassbare Geschichte. Also man hat ja nicht Erfahrung mit sowas. Und als es dann losging, war ich erstmal nur gerührt. Und dann war das so, dass ich wahnsinnig überrollt war von dem öffentlichen Interesse, aber auch von dem Interesse der Leute, die ich kenne. Tatsächlich haben die Themen, für die ich stehe, durch den Preis auch nochmal Aufschub bekommen. Ich habe bis heute noch Anfragen zu Themen, zu denen ich arbeite. Es gab relativ viel Zeitungsartikel und Interviews und so. Das heißt, auch für Banjing, also wo ich eben auch arbeite, war das auch sehr gut. Und auch das zu sehen, dass auch die Idee funktioniert, also das hat sie sich ja überlegt. Ich meine, sie war ja sehr krank am Ende und hat in dieser Krankheitszeit eine Idee entwickelt, die ich genial finde und die einfach auch funktioniert, also in meinem Fall auf jeden Fall funktioniert hat. Anne Klein stiftete der Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis, damit auch in Zukunft das Engagement von Frauen für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gefördert wird. Das Leben macht Spaß. Dankeschön. Liebe Nora Saas, liebe Christina Henne, liebe Natascha Klaus, liebe Freundinnen und Freunde von Anne Klein, liebe Barbara, liebe Annalena, liebe Gäste. Noch einmal ganz, ganz herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu dieser feierlichen Preisverleihung des Anne-Klein-Preises 2019. Ich beginne mit einem Zitat. Wer öffentlich seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise
eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsanbruchs anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, das ist er, der Paragraph 219a des Strafgesetzbuches. Wegen dieses Paragraphen wurden Ärztinnen und Ärzte wie unsere 3 Preisträgerinnen angefeindet, angezeigt und in Christina Hähnels Fall auch verurteilt. Sie 3 informieren auf ihren Webseiten darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche in ihren Praxen vornehmen, und alle 3 weigern sich, Informationen über diese ärztlichen Leistungen von ihren Webseiten zu entfernen. Und alle 3 streiten vor Gericht und in der Öffentlichkeit laut und deutlich für den freien Zugang zu medizinisch-fachlichen Informationen für Frauen, für die freie Berufsausübung von Ärztinnen und Ärzten und damit für die Abschaffung des Paragraphen 219a. Ja, der Paragraph 219 muss weg. Ja, der Paragraph 219 muss weg. Das ist und bleibt die Forderung eines breiten Bündnisses, gerade auch und erst recht nach dem großkoalitionären sogenannten Kompromiss. Schwangerschaftsabbrüche auf Webseiten zu erwähnen, aber nicht über Methoden und Risiken informieren zu dürfen, das nehmen wir nicht hin. Der Paragraph verletzt nach wie vor die Grundrechte auf Berufs- und Informationsfreiheit. Er verletzt das Selbstbestimmungsrecht von Patientinnen und das Recht auf Gleichberechtigung. Er kriminalisiert weiterhin Ärztinnen und Ärzte, die verantwortungsbewusst und zum Wohle ihrer Patientinnen ihren Beruf ausüben. Und dieser Paragraph verletzt definitiv das Menschenrecht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Er muss weg, und das ohne faule Kompromisse. Liebe Natascha, liebe Nora, liebe Christina, ihr stellt euch seit längerem mutig mit Haltung an die Spitze der Debatte. Ihr wurdet verleumdet und angezeigt, aber ihr setzt euch definitiv seit längerem zur Wehr. Das ist gut, dass mit euch viele Frauen streiten, Feministen, Politikerinnen und Politiker, gemeinsam für die Abschaffung dieses Paragraphen. Mit dem Anne-Klein-Preis ehren wir als Jury dieses Jahr stellvertretend für alle Mitstreiterinnen euch 3 dafür, dass ihr für das Recht aller Frauen und für das Recht der Ärztinnen, für die freie Berufsausübung, für die Informationsfreiheit kämpft. Ihr seid Pionierinnen mit dem immensen Verdienst, dass diese Gesellschaft überhaupt wieder hinschaut, wie und unter welchen Bedingungen Frauen Zugang zu Abtreibungen haben und unter welchen Zumutungen damit es immer noch damit einhergeht für Frauen, dass sie mit diesen beiden Paragraphen 218 und 19 im Strafgesetzbuch leben müssen. Wer die Kriminalisierung durch diese beiden Paragraphen thematisiert, setzt sich leider massiven Anfeindungen aus, wird bedroht, vor allem von sogenannten selbsternannten Lebensschützerinnen. Wir möchten euch mit diesem Preis unsere Solidarität bekunden, die ihr zum Glück und ebenfalls tausendfach erfahren habt. Sich einmischen, Unrecht nicht akzeptieren, sich nicht beirren lassen, so wie ihr 3 es tut, das war und immer das Leitmotiv des politischen Lebens von Anne Klein. Euer Engagement hat uns als Jury an Anne Klein und viele ihrer Mitstreiterinnen in den 70er und 90er Jahren, als es ebenfalls harte Kämpfe in dieser Republik um diese Paragraphen gab, erinnert. 1993 gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts,
das zu einer Übergangsregelung führte und vor allem dazu, dass Ausländerinnen und sozial schwache Frauen keine Finanzierung von Abtreibungen über Sozialhilfe erhalten konnten. Anne war entrüstet. Sie wollte, dass Frauen ohne Angst und ohne Sorge um Geld frei und selbstbestimmt Entscheidungen treffen konnten. Renate Künast, Jurymitglied und Freundin von Anne Klein, die heute leider wegen einer Auslandsreise nicht bei uns sein kann, berichtete, wie sie gemeinsam mit Anne und Barbara Binek, Annes Frau, am Pfingstwochenende 1993 im Abgeordnetenhaus saßen und hunderte Briefe eintüteten, telefonierten, Unterstützerinnen zusammentrommelten, um eben genau Geld zu sammeln und Unterstützung zu bekommen für die Kampagne der Frauen gegen dieses Verfassungsgerichtsurteil. Sie haben es gehört in unserem Video. 1990 war Anne Klein Senatorin für Frauen, Jugend und Familie in Berlin. In einer Rede im Abgeordnetenhaus sagte sie, als es darum ging, ob Strafbarkeit von Abtreibungen auf das Gebiet der ehemaligen DDR ausgedehnt werden sollte, Zitat, das darf nicht geschehen und das wird nicht geschehen. Leider hatte sie Unrecht. Der Westen hat ein weiteres Mal obsiegt und das Fristenlösungsmodell der DDR nicht in den Einigungsvertrag aufgenommen. Strafe nützt nichts. Strafe schützt nicht. Im Gegenteil, sagte Anne in der gleichen Rede im August 1990. Und ihre damalige Kollegin im Berliner Senat, Jutta Limbach, sekundierte an gleicher Stelle, Zitat, es geht um den Rückzug des Strafrechts aus einem Bereich, in dem es nicht fruchtet, sondern Konflikte nur verschärft. Die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen haben wir noch lange nicht geschafft. Das war 1990. Es ist bitter, dass wir heute im Jahr 2019 leider immer noch mit dieser Form der Kriminalisierung zu tun haben und wir leider mit unseren Kämpfen nicht aufhören können. Ich denke, wir müssen uns hier auch an dieser Stelle wechselseitig noch mal Kraft geben und Mut geben, dass wir diese Kämpfe weiterführen müssen, wenn wir diese wie richtige Entkriminalisierung, wie sie Jutta Limbach gefordert hat, erreichen wollen. Liebe Nora, liebe Natascha, liebe Christina, wir, die Jury, sind uns sehr sicher, dass Anne solidarisch an eurer Seite kämpfen würde. Mit ihrem Preis ist sie bei euch. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Bogen. Wie sie argumentiert ihr drei gegen die Bevormundung und Kriminalisierung von Frauen und für die Selbstbestimmung über unsere Körper. Dafür braucht es unabdingbar sachliche und umfassende Informationen, ein Umfeld ohne Not und Sorgen und freien medizinischen Zugang. Und heute haben Sie noch mal im Gespräch mit mir ausdrücklich geschildert, dass es immer mehr eben auch um ganz konkreten, auch staatlichen Schutz geht für Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, weil die Lebensschützerinnen bauen sich ganz nah und unmittelbar vor den Praxen oder auch vor Beratungsstellen auf. Und ich glaube, da müssen wir wirklich uns noch mal überlegen, wie wir eigentlich mit dieser Art von Bedrohung umzugehen lernen. Was wir definitiv nicht brauchen, sind Paternalismus, Bevormundung, Mythen, Diffamierung und vor allem schon gar nicht die Androhung von Strafverfahren. Die Gesetzesänderung der Großen Koalition geht definitiv nicht weit genug, denn sie verbietet Medizinerinnen weiterhin, ihre Patientinnen umfassend über einen medizinischen Eingriff zu informieren. Dieser Kompromiss, sogenannte Kompromiss, hat eben genau nicht das Misstrauen gegen Ärztinnen und die Bevormundung von Frauen ausgeräumt. Sexuelle und reproduktive Rechte sind auch in Deutschland, ich sagte es schon, im Jahr 2019 keine Selbstverständlichkeit. Deshalb mit Frauen wie euch, liebe Christina, liebe Nora, liebe Natascha, kämpfen wir weiter. Für reproduktive und sexuelle Rechte, für Gleichberechtigung, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Und ich möchte es sagen,
Von ganzem, ganzem Herzen wünschen wir euch alle, denke ich, hier im Raum, im Namen der Jury, dass der Anne-Klein-Frauenpreis 2019 euch Mut macht, euch ganz viel Kraft gibt, damit wir gemeinsam diesen Kampf durchstehen können. Und ihr steht ihn an ganz besonderer Stelle, müsst ihr ihn durchstehen, immer wieder und von Neuem. Wir gratulieren euch sehr herzlich und hoffen, dass dieser Preis eine Ermutigung für euch bleibt. Dankeschön. Dankeschön. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich Annalena Baerbock begrüßen und kurz vorstellen darf. Annalena ist Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Und ich finde es ganz wunderbar, Annalena, dass du es übernommen hast, die Laudatio auf die drei wunderbaren Frauen hier zu halten. Ich bin sehr beglückt, dass du es bist, die es macht. Auch das schmiedet uns zusammen. Danke dir. Schönen guten Abend, liebe Frauen, liebe Gäste. Schönen guten Abend und vielen Dank, liebe Barbara, liebe Ellen, liebe Preisträgerin. Es ist mir wirklich eine große Ehre, dass ich heute hier diese Laudatio auf diese drei ganz besonderen Frauen, Christina Henel, Natascha Niklaus und Nora Sasch, halten darf. In der Begründung der Jury, die Barbara hier gerade vertreten hat, heißt es wörtlich: Mit den Medizinerinnen Christina Henel, Natascha Niklaus und Nora Sasch würdigt die Jury ihren Mut, nicht wie viele andere klein beizugeben, sondern eine allen Frauen betreffende Grundsatzfrage auszufechten. Unangeachtet dessen, ob Frauen dieses Recht in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Christina Henel, Natascha Niklaus und Nora Sasch zeigen beispielhaft, wie durch Zivilcourage den systematischen Zermürbungstaktiken von rechts begegnet werden kann. Sie sind damit ein Vorbild für alle, besonders für junge Frauen. Und wirklich, daher freut es mich sehr, dass ich auch als die Generation, die etwas jünger ist, heute diese Laudatio halten darf. Und daher sagen wir alle von Herzen Danke. Danke für euren Mut, aber vor allen Dingen danke, liebe Nora, liebe Natascha, liebe Christina, dass ihr dieser Gesellschaft, dass ihr uns allen eigentlich einen Spiegel vorgehalten habt. Denn das, was ihr tut, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Wir schreiben das Jahr 2019. Die Preisträgerinnen informieren auf ihrer Website darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen und welche Risiken und welche Methoden dabei angewandt werden können. Sie sind als Ärztin, als Allgemeinmedizinerin, als Gynäkologin da für Frauen in ganz schwierigen Lebenssituationen. Oder ob es leicht abgewandelt, mit einer anderen Frau zu sagen, die vor 100 Jahren für eins der wichtigsten Frauenrechte gekämpft hat, Marie Juchacz. Was diese Medizinerinnen tun, das ist eine Selbstverständlichkeit. Sie geben den Frauen das, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten ist. Doch auch 100 Jahre nach Marie Juchacz ist dieser Appell, das ist eine Selbstverständlichkeit, wir müssen als Frauen dafür nicht dankbar sein, eben keine Selbstverständlichkeit. Weil die Realität sieht im Jahr 2019 anders aus. Wir schreiben das Jahr 2019. Die Preisträgerinnen informieren auf ihrer Website darüber, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und Christina Henel ist rechtskräftig verurteilt. Wir schreiben das Jahr 2019 und Natascha Niklaus und Nora Sasch, die eine Gemeinschaftspraxis zusammen haben, steht ein neuer Prozess bevor. Wir schreiben das Jahr 2019. Die Preisträgerinnen informieren auf ihrer Website, dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Und sie werden dafür angegriffen. Und zwar nicht einmal, sondern mehrfach, hundertfach, tausendfach. Mit Hasskommentaren, die Leib und Leben bedrohen.
Wir schreiben das Jahr 2019 und das, was Sie tun, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern, Barbara hat es angesprochen, die Jury zeichnet Sie deswegen aus, es erfordert Mut. Und zwar sehr viel Mut, weil das, was Sie tun, Kraft kostet, Nerven kostet, Zivilcourage kostet, weil es alles neben der Arbeitszeit stattfindet. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass man sich gegen Unrecht zur Wehr setzt, wenn man erstmalig ganz alleine dastehen zu sein scheint. Daher ehren wir Sie heute hier vor allen Dingen für Ihren Mut und sagen Danke. Hier sind ja sehr viele Frauen auch im Raum, die sich auf vielfältige Art und Weise engagieren, Zivilcourage zeigen, vielleicht schon seit Jahrzehnten für Frauenrechte kämpfen und können das, glaube ich, persönlich deswegen ganz stark nachempfinden. Und deswegen liegt hier auch so viel Unterstützung, so viel Liebe, wie du es ausgedrückt hast, so viel Sympathie mit im Raum. Weil dieser Mut, das spricht sich immer so einfach aus, soll man mutig sein. Aber was bedeutet das? Das Schwierigste ist ja, am Anfang weiß man nicht, dass die Unterstützung da ist. Am Anfang ist man eben ganz allein. Und wir haben das vorhin auch noch mal von euch direkt gehört. Das ist ja nicht so, dass das vor einem, zwei Jahren angefangen hat, sondern seit ganz, ganz vielen Jahren gibt es immer wieder diese Anklagen. Immer wieder flattern bei Hunderten von Ärztinnen und Ärzten Anzeigen ins Haus. Und ganz viele sagen sich, oh Gott, was soll ich jetzt dagegen tun? Wer steht mir zur Seite? Was sind die juristischen Mittel? Habe ich überhaupt das Geld, eine Klage oder beziehungsweise mich gerichtlich zu wehren? Und was ist der einfachste Weg? Und das ist kein Vorwurf, sondern eigentlich das ist die Selbstverständlichkeit, zu sagen, okay, dann lösche ich das, dann nehme ich das von meiner Website, um mich auf das zu konzentrieren, was mein Beruf ist, nämlich als Medizinerin da zu sein und nicht noch als Teilzeitjuristin und als Geldeintreiberin, damit ich diese Klagen überhaupt durchziehen kann. Und deswegen ist der Mut eigentlich das Entscheidende, was bei Ihnen, was bei euch eher Jahre zurückliegt. Damals die Entscheidung getroffen zu haben, nein, wir kleben nicht klein bei. Wir kämpfen das weiter nicht für uns, nicht für unsere Praxis, sondern für die vielen, vielen Frauen, die zu uns kommen, die unsere Hilfe brauchen. Und deswegen geht dieser Preis an euch drei, aber stellvertretend für all diejenigen Frauen, die im Alltag nicht klein beigeben, sondern sich zur Wehr setzen, selbst wenn sie am Anfang denken, sie stehen ganz allein. Und in dem Film wurde das wiedergegeben, ich glaube von Renate Künast war es, nochmal, warum dieser Preis auch gut zu Ihnen passt, weil es genau das war, was Anne Klein ausgezeichnet hat, den Finger gegen den Mainstream in die Wunde zu legen. Ganz am Anfang, wenn man noch nicht weiß, dass Tausende mit einem auf die Straße gehen, zu sagen, ich mache das jetzt. Ich nehme das Risiko in Kauf, die Kosten erstmal alleine zu tragen. Ich nehme das Risiko in Kauf, nicht zu wissen, wie die Patientinnen in meiner Praxis darauf reagieren. Auch das haben wir gehört. Viele Patientinnen kommen jetzt und sagen, danke, dass Sie das tun. Ich bin stolz auf meine Frauenärztin. Ich bin stolz auf meine Hausärztin. Aber auch das weiß man ja vorher nicht. Man weiß nicht, wie die Patientinnen auf die ganzen Fragen reagieren. Die Angst, wenn man am ersten Mal zum Gerichtsprozess hingeht, wer steht da am Ausgang? Sind das Leute, die nur Plakate hochhalten oder sind das Leute, die gewalttätig werden? Und das im Jahr 2019, wieder Angst zu haben, eigentlich für seine Rechte auf die Straße zu gehen, das ist das Entscheidende, was Sie und Ihren Mut in diesem Jahr auszeichnet. Es ist aber nicht nur eine Website, über die wir hier reden. Liebe Frau Niklaus, liebe Frau Sasch, liebe Frau Hähnel, wir zeichnen Sie heute für Ihren Mut aus, sich gegen stigmatisierende Vorschriften gewehrt zu haben. Wir zeichnen Sie aber auch dafür aus, etwas in Gang gesetzt zu haben. Weil es sind nicht allein Ihre Prozesse, es sind nicht Ihre Klagen, sondern das Entscheidende war, dass Sie andere motiviert haben, dabei mitzumachen. Das, was über Anne Klein gesagt wurde. Sie hatte die Kraft, sie hatte die Ausstrahlung, sie hatte den Mut, andere zu begeistern, andere anzustecken, mitzumachen, zu sagen, hak dich unter, alleine können wir es vielleicht nicht schaffen, aber gemeinsam können wir uns wehren.
Und natürlich haben Sie in den letzten Monaten nicht alle ganz alleine für die Abschaffung des Paragraphen 219a gestritten, sondern es waren viele, viele Frauen im ganzen Land. Es waren sehr, sehr viele Frauen und auch ein paar Männer in diesem Raum, die auf die Straße gegangen sind. Und Ihr Verdienst ist es, diese Frauen zueinander gebracht zu haben. Sie haben es geschafft, für Frauen ein neues Öffentlichkeitsthema zu finden, einen neuen Bezugspunkt, sich zu vereinen. An einem Tag sind in Deutschland, und ich mache nebenbei noch ein bisschen Klimaschutz, und ich weiß, wie schwer es ist, zeitgleich in unterschiedlichen Städten Leute auf die Straße zu bringen. In Berlin ist das einfach, da sind schon mal viele, die kommen mit. Aber zeitgleich an einem Tag in 30 deutschen Städten und nicht nur in Großstädten Frauen auf die Straße zu bringen, um für ihre Rechte und gegen den Paragraphen 219a zu kämpfen, das ist auch Ihr Verdienst. Und auch dafür sagen wir heute hier herzlichen Dank. Und Barbara hatte auch das schon angesprochen, Anne Klein hätte sicherlich mit Ihnen auf der Straße gekämpft, als leidenschaftliche Kämpferin, aber eben auch als Juristin. Und zwar nicht nur, weil sie aus ihrer Tätigkeit als Juristin weiß, wie wichtig es ist, dass auch da Frauen beieinander stehen, dass man Unterstützung erfährt in diesen schwierigen Gerichtsverfahren, sondern gerade als Juristin, weil sie weiß, was es bedeutet, wenn Recht zu Unrecht wird oder Recht schon Unrecht ist, weil sie dagegen aufgestanden ist, wenn Recht für Diskriminierung genutzt wird. Und genau das ist hier der Fall. Ein bestehendes Recht diskriminiert Frauen. Und deswegen ist es nicht nur eine frauenpolitische Frage. Deswegen ist es eine hochjuristische, eine rechtsstaatliche Frage, eine Frage von Demokratie, was mit diesen Paragraphen Frauen in diesem Land angetan wird. Und sie hätte mit ihnen gekämpft, weil sie genau gewusst hätte, so wie wir es auch wissen, warum manche so eisern dafür kämpfen, dass dieser Paragraph im Strafgesetzbuch drin bleibt. Weil wenn man sich das Ganze mal etwas nüchterner und etwas sachlicher anschaut, dann muss man sich ja schon fragen, warum man in diesem Bereich nicht auf die Berufsordnung vertraut. Es ist ja im Allgemeinen für Mediziner nicht erlaubt, Werbung zu betreiben im kommerziellen Sinne. All das, was im Paragraphen 219a noch mal drinsteht, das ist ja generell für Medizinerinnen und Mediziner verboten. Und für alle anderen Maßnahmen, es gibt ja auch andere Eingriffe ins körperliche Leben, wie Organspende oder andere Punkte, haben wir eine Berufsordnung. Aber nur in diesem einzigen Fall sagt man, nein, das gehört ins Strafgesetzbuch. Und das ist der Punkt, warum einige es im Strafgesetzbuch auch lassen wollten. Weil es hier eben nicht nur um den Eingriff geht mit Blick auf das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, sondern es geht um Macht. Und auch deswegen hätte Anne Klein an ihrer Seite gestanden und deswegen verdienen Sie drei diesen wunderbaren Preis so sehr, weil Sie diese Machtstrukturen, die dahinter stecken, aufgedeckt haben und angeprangert haben. Und deswegen werden wir uns auch nicht zufrieden geben. Weder Sie, Sie haben schon angekündigt, Sie werden weitergehen bis zum Bundesverfassungsgericht und Ihre Klage ist ja weiter anhängig. Deswegen werden Sie sich nicht zufrieden geben, deswegen werden wir uns als Frauen nicht zufrieden geben mit diesem angeblichen Kompromiss zum Paragraphen 219a, sondern weiterkämpfen. Weil das, was jetzt im Bundestag verabschiedet wurde, das atmet weiter Misstrauen gegenüber Ärztinnen, gegenüber Ihnen. Ihre Fälle sind damit nicht gelöst. Und es atmet weiter Misstrauen gegenüber uns allen als Frauen, weil uns nicht zugetraut wird, diese Entscheidung zu treffen. Und noch viel schlimmer, und auch das erleben Sie ja alltäglich und deswegen setzen Sie sich zur Wehr, natürlich trifft keine Frau eine solche Entscheidung leichtfertig. Das ist immer schwierig. Aber wie viele Fälle von Frauen gab es,
und gibt es nach wie vor in unserem Land, die aufgrund von fehlender Unterstützung, weil sie eben nicht die Möglichkeit haben, schnell jemanden zu finden, der ihnen beiseite steht. In Großstädten mag das möglich sein. Im ländlichen Raum, wo wir über Kilometer überhaupt gar keine Frauenärztin, Gynäkologin, Allgemeinmedizinerin haben, wo man mal nicht eben drei Ärzte abklappern kann. Da finden Frauen keine Ansprechpartner, wenn sie das nicht im Internet einsehen können. Sie können sich nicht informieren oder der Termin ist dann erst in 3 Monaten, wenn es zu spät ist. Und was das für diese Frauen bedeutet, das tragen sie ihr Leben lang mit sich. Und auch deswegen ist ihr Kampf so wichtig. Und die 5 Millionen Euro, die für jetzt eine Studie ausgegeben werden sollen, diese 5 Millionen Euro, die brauchen wir für eine Stärkung der medizinischen Unterstützung in unserem Land. Die brauchen wir für Aufklärung, für Prävention, für Frauenberatung und nicht für Stigmatisierung. Und daher ist dieser Preis, der so wunderhübsch ist, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, auch kein Dankespreis in einem herkömmlichen Sinne, herzlichen Dank, das habt ihr gut gemacht, sondern es ist ein Motivationspreis, ein Ansporn. Und manchmal sagt man ja auch, ja, die Preisgelder, die dahinter stecken. Aber die Preisgelder sind auch in diesem Fall wichtig, weil ich habe das eben gerade angesprochen. Wie muss man diese Gerichtsverfahren selber bestreiten? Man muss erstmal in Vorleistung gehen. Das ist ja das ganze Sinn von den Anzeigen, die dahinter stecken. Nicht nur diejenigen mürbe zu machen in ihrem täglichen Handeln, sondern irgendwann reicht das Geld auch nicht mehr. Und deswegen ist dieser Preis und dieses Preisgeld wirklich auch als eure Unterstützung gedacht und dafür sollt und müsst ihr es, das müsst ihr uns allen versprechen, auch weiter einsetzen. Und wir versprechen euch dafür im Gegenzug, ich habe es angesprochen, manche kämpfen ja schon etwas länger als meine Generation. Ihr alle wisst es umso besser, keins der Frauenrechte ist vom Himmel gefallen. Alles waren harte Kämpfe. Am Anfang war es wie bei euch. Man stand ganz außen und stand ganz alleine. Dann wurden es immer mehr. Dann hatte man Teilerfolge. Sei es 1962, das eigene Bankkonto. 1969, als Frauen dann endlich geschäftsfähig werden konnten. 1977, die Erlaubnis, ohne seinen Ehemann mit der Unterschrift arbeiten zu können. Ehrlich gesagt kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen heutzutage. Oder aber 1997, dass die Vergewaltigung in der Ehe endlich strafbar ist. Das waren alles, alles harte Kämpfe und deswegen dürfen wir an dieser Stelle nicht aufgeben, liebe Frauen. Und so wenig, wie man ein bisschen schwanger sein kann, genauso wenig habt ihr euch damals damit zufrieden gegeben, ein bisschen Vergewaltigung in der Ehe schon okay, ein halbes Bankkonto reicht auch. Und deswegen reicht auch ein halber Paragraph 219a nicht aus. Dieser Paragraph gehört komplett gestrichen und dafür werden wir gemeinsam kämpfen. Und was mich besonders freut, ist wirklich nicht nur, dass heute Abend auch ein paar Männer da sind, sondern dass auch auf den Demonstrationen einige Männer da waren. Weil das Ganze, das ist nicht nur ein Thema für Frauen. Das ist ein gesellschaftspolitisches Thema. Barbara hat in einem der letzten Böll-Hefte mal geschrieben, Demokratie braucht Feminismus. Ich würde sogar sagen, Frauenrechte sind der Gradmesser für unsere Demokratie. Frauenrechte sind der Gradmesser für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land. Und deswegen ist das nicht nur ein Kampf von Frauen, sondern das ist ein Kampf für unsere Demokratie und für die Menschenrechte von allen in diesem Land. Deswegen bekommt ihr heute nicht nur den feministischen Anne-Klein-Preis, sondern auch den Demokratie-Förderpreis an dieser Stelle. Und ich glaube, man kann sagen, das, was an neuen Schwung dank euch, dank vielen in Deutschland auf die Straße gegangen ist, das hat auch viel Positives. Man spürt regelrecht
Der Feminismus geht in die nächste Runde. Und zwar nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit. Rückschläge können immer wieder dafür gut sein, neue Kraft zu tanken und sagen, jetzt erst recht. Für manche Frauen ist es das erste Mal auf der Straße. Für andere Frauen ist es das seit 50, 60 Jahren in ihrem ganzen Leben. Aber gemeinsam stark zu sein, das zeigt sich derzeit nicht nur in ganz Europa, sondern weltweit. Es sind die Frauen, die in den USA gegen den Rechtsruck aufstehen. Und zwar, weil sie kämpfen gegen Sexismus. Das reint die Frauen gemeinsam in den USA. Es sind die Frauen, die in der Türkei sagen, so geht es nicht, wir lassen unsere Kinder nicht zwangsverheiraten in Kinderehen. Es sind die Frauen, die in Polen gesagt haben, heute ist der schwarze Freitag, wir kämpfen für die Frauenrechte und da ist die Demokratiebewegung erst richtig, richtig stark geworden. Es sind die Frauen, die in Spanien vor einem Jahr 1 Million Frauen auf die Straße gegangen sind und die gesagt haben, wir machen einen Frauenstreik, weil wir Straffreiheit bei Vergewaltigung nicht akzeptieren. Und es sind die Frauen in Irland gewesen, die endlich auch dort dafür gesorgt haben, dass das Selbstbestimmungsrecht von Frauen greift. Und das ist unser Ansporn, Frauenpower jetzt, hier und heute weltweit, liebe Frauen. Sind sie 3 von Millionen, aber das macht es umso schöner, weil gemeinsam geehrt zu werden, ist doch immer am schönsten. Liebe Christina Hähnel, liebe Natisha Niklaus, liebe Nora Sasch, Sie kämpfen für etwas, was größer ist als ein Bullet Point auf Ihrer Website. Sie kämpfen für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Sie kämpfen für uns und dafür verneige ich mich zutiefst und ich glaube, wir alle hier im Saal, herzlichen Dank, Sie haben diesen Preis mehr als verdient. Yukali ist das Land unserer Wünsche. Es ist das Land, in dem man all seine Sorgen hinter sich lässt. Aber es ist ein Traum. Es gibt kein Yukali.
Ganz herzlichen Dank für diese wunderbare Musik. Jetzt gibt's endlich den Akt der Preisverleihung, des Frauenpreises, des Motivationspreises und des Demokratiepreises. Ich möchte Sie ganz, ganz herzlich auf die Bühne bitten. Frau Niklaus, Frau Saas.
Liebe Frau Mack. Frau Nicklau, das ist Ihr Beifall, Ihr Beifall. Er soll Kraft spenden, Energie bringen. Ich möchte Ihnen, Frau Nicklaus, ganz, ganz herzlich für Ihre Courage, für Ihr Engagement. Sie arbeiten richtig täglich mit den Frauen, die Sie brauchen. Es ist wunderbare Arbeit, die Sie machen. Und hier kriegen Sie jetzt den wunderbaren Preis, das Preisobjekt und diesen Blumenstrauß. Und nochmal, danke schön. Darf ich Sie was fragen? Als Sie angefangen haben, als Frauenärztin zu arbeiten, haben Sie da dran gedacht, mal so für Frauenrechte zu kämpfen? Ich komme aus der Zeit, wo ich schon für Frauenrechte gekämpft habe in den 80er Jahren. Alexandra Goy ist da, mit der habe ich mal einen Prozess durchgestanden als Studentin. Ich bin deswegen Frauenärztin geworden. Ja. Das ist ja ganz toll, ganz toll. Ja, und ich glaube, dass die vielen Frauen auch hier im Saal, die schon in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, in den 90er Jahren dafür gekämpft haben, dass der Paragraph 218 wegkommt oder geändert wird, genau wie das Anne Klein über die ganzen Jahrzehnte gemacht haben. Wir haben uns damals ja nicht daran gedacht, dass dann ein anderer Paragraph, der 219a, von denjenigen, die das Selbstbestimmungsrecht der Frauen nicht wollen, genutzt wird, um quasi dieses Selbstbestimmungsrecht dann in ganz perfider Art auszuhöhlen. Also tausend Dank dafür, dass ihr diesen Kräften nicht nachgegeben habt, dass ihr die Stirn geboten habt dafür. Und ich bin mir ganz sicher, also Anne Klein wäre begeistert von euch. Vielen Dank. So, liebe Christine, den kriegst du jetzt von mir. Und das ist das an alle überhaupt, aber dein spezieller. Und ich glaube, Anne freut sich. Und ich habe gerade über die Frauenkasse nachgedacht, die wir in einer Nacht- und Nebelaktion wirklich mit Renate Künast und Ika Klar war, damals die Kassenwartin. Wir haben Geld eingetrieben, dass die Frauen eben abtreiben konnten. Die Abtreibung kostete damals, glaube ich, 340 oder 360 D-Mark. Und ja, das kommt dann mir alles so hoch und ich freue mich, dass ihr das kriegt und du und überhaupt. Aber ich will noch mal sagen, Anne war nicht nur eine leidenschaftliche Feministin, Reiseleiterin sowieso über Feministin und über Juristin. Sie hatte auch eine Leidenschaft, die hat nämlich Schreibgeräte gesammelt. Und 2010 waren wir auf unserer letzten Reise in Dänemark. Und in jedem kleinen Laden, wo Schreibgeräte gab, ist sie reingegangen und hat gesagt, komm Schatz, noch ein Kugelschreiber. Dann ist es so, darf ich dir erstmal diesen Preis geben? Ich muss es nämlich aus der Tasche. Ja, dann hat sie gesagt, schau mal, der Laden macht zu. Ich habe da noch 3 Stifte. Was denkst du? Die nehme ich. Da sage ich, Schatz, du hast doch schon viel so viel. Dann hat sie diese 3 Stifte gekauft und ich habe immer aus ihrer Sammlung, kriegen die Preisträgerin von mir einen Stift aus ihrer Sammlung. Und das ist doch kein Zufall, oder? Damit ihr weiter am Ball bleibt. Und der Strauß, danke. Jutta Wagner,
ist ebenfalls Jury-Mitglied. Renate Künast habe ich schon entschuldigt. Thomas Herrendorf, der Fünfte im Bunde und unser Mann in der Jury, der ist leider krank und wir schicken ihm unsere besten Genesungswünsche. Jetzt darf ich Ihnen die Bühne überlassen und nehme Ihnen gerne alles mit. Wir stellen das einfach zur Seite. Ich muss mal. Am Anfang war ein Nein. Nein zu der Anzeige, die Natascha Niklaus und mich an einem warmen Sommertag Ende August 2017 in der Praxis erreichte, mitten in der Sprechstunde. Eine Anzeige wegen unerlaubter Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch nach Paragraf 219a. Ein kurzer Austausch? Nein, das lassen wir uns nicht bieten. Alles, was dann folgte, bis heute war, um Hans von Donani zu zitieren, der zwangsmäßige Gang eines anständigen Menschen. Vielen Dank an die Heinrich-Böll-Stiftung und Barbara Unmüßig, an Ulrike Zichon für die Organisation, an die Jury für ihre Entscheidung, an die Laudatio, die starke Laudatio von Annalena Baerbock. Danken möchten wir auch zwei Frauen, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass wir heute hier den Preis verliehen bekommen. Das ist Silvia Groth und das ist Regina Stolzenberg. Steht doch mal bitte beide auf. Ihr seid selber engagierte Kämpferinnen für Frauenrechte und habt die Frauengesundheitsbewegung der letzten Jahrzehnte in Deutschland und Österreich entscheidend mitgeprägt. Es ist uns eine große Ehre, gerade diesen Preis entgegenzunehmen, der Anne Klein und ihr Lebenswerk als kämpferische Juristin und lesbische Feministin würdigt. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders über diese Anerkennung, die wir dankend entgegennehmen für uns alle, für unsere Bewegung und unseren gemeinsamen Kampf. Und wie toll ist es, dass heute so viele wichtige Menschen, Aktive und Mitstreiterinnen hier sind und gemeinsam mit uns feiern. Aber nun frage ich euch alle hier im Saal, wie viel Grund zum Feiern haben wir eigentlich? Kann dies wirklich ein Freudentag, eine freudige Zeit für uns sein? Es gibt so viel zu beklagen. Erstens, wir haben nicht erreicht, was wir erreichen wollten. Letzte Woche hat der Bundestag für eine Neufassung des Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches gestimmt. Damit werden Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland weiter kriminalisiert, Frauen in ihren Grundrechten massiv beschnitten und uns Ärztinnen misstraut und verboten, eigenverantwortlich zu informieren. Zweitens, das verabschiedete Reformpaket ist ein Zugeständnis an fundamentale Abtreibungsgegner. Die Pro-Life-Bewegung ist im Vormarsch. Die Antifeministen, militanten Abtreibungsgegnerinnen und christliche Fundamentalistinnen haben ihre Lobbyisten an wichtigen Schaltstellen unserer Gesellschaft sitzen. Sie diffamieren und beleidigen uns öffentlich als Kindsmörderinnen, die ein Tötungshandwerk ausüben. Leider wurden keinerlei Schutzmaßnahmen, wie gefordert, in der Reform beschlossen. Schwangere Frauen und wir Ärztinnen können ungehindert weiter bedroht und belästigt werden. Drittens, beklemmend ist die hautnahe Erfahrung, wie die SPD sich und ihre politischen Ziele unter dem Primat der Regierungsbeteiligung verkauft hat. Die Abschaffung des Paragraphen 219a wäre bei freier Abstimmung möglich gewesen. Eine große Chance wurde vertan. Und das, obwohl so viele Genossinnen hinter uns stehen.
Es ist nicht gut gelaufen, zugegeben. Und dennoch, sehr geehrte Anwesende, liebe Freundinnen und Freunde, glaube ich, haben wir heute mit dieser mutmachenden Auszeichnung durch den Anne-Klein-Frauenpreis noch mehr zu feiern. Etwas, was stark und groß geworden ist und unübersehbar. Unsere Bewegung. Was einmal als ein kleines, feines Netzwerk, hier spielt der Arbeitskreis Frauengesundheit eine wichtige Rolle, um den Prozess gegen Christina Hähnel und die damit verbundenen Proteste und die Empörung über das Urteil im November 2017 begann, ist mittlerweile zu einem stetig wachsenden bundesweiten Solidaritätsbündnis aus unzählig vielen lokalen und bundesweiten Initiativen und Organisationen geworden. Und zwei Politikerinnen will ich besonders würdigen, Ulle Schaus und Conny Möhring von den Linken. Ihr wart von Anfang an mit dabei und steht treu an unserer Seite und seid eine ganz wichtige Verbindung zum Bundestag. Politisch motivierte Strafanzeigen, wie die nach § 219a, die wir Ärztinnen erleiden müssen, haben zum Ziel, einen einzelnen Menschen zum Opfer zu machen und Angst einzuflößen. Diesen Gefallen haben wir den Abtreibungsgegnern nicht getan. Und die Kraft dazu haben wir, weil wir Teil eines Ganzen sind. Wir sind getragen von so viel Solidarität, Wärme, fachlichen Austausch und unermüdlichen Engagement Einzelner. Wir geben uns untereinander in einer ungewöhnlich großzügigen, solidarischen Art und Weise unser Fachwissen und Know-how weiter und bereichern und entwickeln uns dabei aneinander. Es ist eine gute, wertschätzende Kultur, getragen vom Humanismus in unserem Denken und Handeln, die wir all dem Hass der Abtreibungsgegner entgegenstellen. Es wäre sehr schön und passend, wenn ich einzelne von euch mit Namen würdigen würde, aber das sprengt hier den Rahmen. Es ist mir nur ein Herzenswunsch, einen Menschen im Besonderen zu erwähnen und zu würdigen. Das ist meine intellektuelle Kameradin, der Mensch, der mir tagtäglich zur Seite steht, die mich trägt, die mich leitet, die vor mir, hinter mir steht, nächtelang mit mir diskutiert. Vieles, was ich denke, was ich schreibe und was ich tue, trägt ihre Handschrift. Ildiko, meine Schwester, da. Ich habe die Vision, dass wir eines Tages auch das letzte uns zustehende Frauenrecht in Deutschland, das Recht, über unseren eigenen Körper entscheiden zu können, auch erstreiten werden. Und egal wie rückwärtsgerichtet die Gesetzgebung ist, im Selbstverständnis und Denken hat sich dieser Prozess bereits vollzogen. Dazu trägt unser Kampf bei. Wir haben allen Grund, hoffnungsvoll zu sein, denn unsere Gesellschaft ist im Wandel begriffen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Und wir sind ansteckend. Wie sehr? Dazu will ich Ihnen, euch, eine Mail vorlesen, die uns kürzlich in der Praxis erreichte. Ich bin keine Patientin von Ihnen und wohne nicht einmal ansatzweise in der Nähe von Kassel. Über einen Artikel via Instagram bin ich auf Sie gestoßen bezüglich des § 219a im Kampf gegen Herrn Annen und Herrn Hendricks. Ich bewundere Sie und Ihr ganzes Team, dass Sie sich für genau solche Themen einsetzen und kann als junge Frau, 19 Jahre, nur meinen größten Dank aussprechen, dass Abtreibung für Sie kein Tabuthema ist und öffentlich gemacht wird. Ich selbst war noch nie schwanger und weiß nicht einmal ansatzweise, wie es sich anfühlt, sich in solch einer Notlage zu befinden. Ich mache gerade eine Ausbildung zur ZFA, zahnmedizinische Fachangestellte. Wir haben das Thema im Politikunterricht meiner Berufsschule. Ich wollte mit dieser E-Mail einfach nur Danke sagen und dass Sie bitte niemals aufhören sollen, für das zu stehen, was Sie machen. Es ist unser Körper. Wir sollen darüber selbst entscheiden. Dank Ärztinnen und Assistenzen, wie in Ihrer Praxis vorhanden, können junge Frauen selbst entscheiden. Danke, danke, danke. Never give up.
Ja, never give up. Danke, die junge Frau aus Hamburg, für diese wunderbare Ermutigung. Sie ist so viel mehr wert als jedes politische Programm. Ganz im Sinne Anne Kleins werden wir uns auch weiterhin einmischen und laut und unbequem sein. Trust women, trust doctors. Noch einmal herzlichen Dank für diese Auszeichnung und die dahinter steckende Wertschätzung und Anerkennung. Liebe Jury, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ich fühle mich sehr geehrt, zusammen mit Nora und Christina heute hier den Anne-Klein-Frauenpreis verliehen zu bekommen. Ganz besonders berührt und bewegt es mich als Lesbe, den Preis einer lesbischen Stifterin, einer Vorkämpferin zu erhalten. Ich habe Anne Klein nie kennengelernt. Sie war ziemlich genau 20 Jahre älter als ich. Aber ich bin mir sehr bewusst, was ihr Wirken für meine Lebensrealität bedeutet. Meine Praxispartnerin Nora und ich sind beide in der feministischen Frauenbewegung verwurzelt. Deswegen stand unsere Entscheidung, uns nicht zu beugen, nie zur Debatte. Es war einfach keine Option, auf das Angebot der Staatsanwaltschaft einzugehen, das Verfahren einzustellen, wenn wir nur den Eintrag von der Website nehmen. Wir wollen nicht, dass es in Deutschland zwei einzelnen Männern gelingt, aus unserer Sicht selbstverständliche Inhalte im Internet dauerhaft zu verhindern und damit Frauen Informationen vorzuenthalten, durch vielfaches Anzeigen unter Ausnutzung eines aus der Zeit gefallenen deutschen Gesetzes. Es sind nur zwei Einzelne, die anzeigen. Aber wir stünden heute nicht hier, wenn wir nicht eine so breite Unterstützung erfahren hätten. Ideelle Unterstützung, großzügige finanzielle Unterstützung und ganz praktische, in Form von Demos, Kundgebungen und Informationsveranstaltungen. Von Feministinnen in Kassel und bundesweit, Langjährigen und Jungen, vom Kasseler Frauenbündnis, von vielen unserer Patientinnen und von den Mitfrauen des AKF, des Arbeitskreises Frauengesundheit, einem bundesweiten Netzwerk. In diesem Netzwerk ist es vor allem, aber nicht nur, unsere Fachgruppe GYN im AKF. Danke, dass ihr alle da seid. Und wir stünden nicht hier, wenn es Christina und Nora nicht gelungen wäre, durch unermüdliche Präsenz seit jetzt mehr als anderthalb Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Permanente Auseinandersetzung mit dem Thema in allen Facetten gehört dazu und ungezählte Interviews. Wie oft hat Nora in der laufenden Sprechstunde mal kurz ein Telefoninterview gegeben? Und wie oft waren vor oder nach der Sprechstunde Fernsehteams in unserer Praxis? Ich glaube, Nora hat keine einzige Interview- oder Fernsehdrehanfrage abgesagt. Auch keine einzige Bitte, auf einer Demo oder Veranstaltung zu sprechen. Bei Christina wird es ähnlich sein, habe ich nur nicht so hautnah mitgekriegt. Dafür danke ich euch beiden. Und das alles, weil der 219a aus der Zeit vor dem Internet als gängiges Informationsmedium stammt. Weil Gerichte finden, dass eine Information im Internet, die naturgemäß öffentlich zugänglich ist, dem Paragraphen entspricht, der öffentliches Ankündigen unter Strafe stellt. Heutzutage wissen ungewollt Schwangere in Deutschland, dass es möglich ist, Schwangerschaftsabbrüche zu machen. Sie recherchieren als erstes im Internet. Sie müssen schon sehr findig sein, um wenigstens ein paar passende Antworten auf ihre Fragen zu finden. Und oft genug verstehen sie überhaupt nicht, warum sie keine Informationen finden können. Da werden auch die angekündigten Listen der Bundesärztekammer nur bedingt helfen.
Listen gibt es ja schon in Berlin und Hamburg. Aber wie komisch ist das? Da stehen Ärztinnen und Ärzte auf der Liste mit Adresse und Telefonnummer. Wenn Frau dann mühsam die passende Internetseite der Praxis gefunden hat, dann steht da kein Wort zu Schwangerschaftsabbruch. Vielleicht steht da demnächst ein Hinweis, aber keine detaillierten Informationen. Wie oft versuchen Frauen, an Informationen zu kommen, bis sie ahnen, dass das System hat? Wissen Sie, wie schwierig es ist, telefonisch Informationen einzuholen? Wie schwierig es überhaupt ist, telefonisch in Praxen durchzukommen? Trifft leider auch auf unsere zu. Eine Frau, die sich zum Schwangerschaftsabbruch entscheidet, muss innerhalb kurzer Zeit 4 bis 5 Termine organisieren. Die Beratung in der Beratungsstelle, die Untersuchung bei einer Frauenärztin. Gegebenenfalls den persönlichen Gang zur Krankenkasse, um die Kostenübernahme zu beantragen. Den Abbruch selber und eine Kontrolluntersuchung. Das alles womöglich in einer psychischen Ausnahmesituation und in einem System, das Informationen vorenthält. Und in einem Land, wo der Weg zu einer Ärztin, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, auch mal 100 Kilometer weit sein kann. Das Vorenthalten von Informationen verhindert keinen einzigen Schwangerschaftsabbruch. Es erhöht nur die medizinischen Risiken. Durch dieses Vorenthalten von Informationen müssen Frauen länger als nötig ungewollt schwanger sein, was einerseits psychisch, aber auch körperlich belastend ist. Je nach Zeitverlust haben sie dann nicht mehr die freie Auswahl an Methoden. Aus ärztlicher Sicht ist es hochproblematisch, dass ein Schwangerschaftsabbruch bei längerer Schwangerschaftsdauer komplikationsträchtiger wird. Das kann nebenbei auch nicht im Sinne unseres Gesundheitssystems sein. Denn die Kosten für die Komplikationen nach Schwangerschaftsabbrüchen tragen wieder die Kassen. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, dass eine Frau, die Zeit für ihre persönliche Entscheidungsfindung braucht, sich diese Zeit nehmen soll. Nicht akzeptieren kann ich Schwangerschaftsabbrüche in späteren Wochen aufgrund systemimmanenter Hürden. Wir stehen hier dafür, dass ungewollt Schwangere jederzeit einfach und dezentral im Internet alle notwendigen Informationen finden können. Damit sie gut informiert schon in die Beratung gehen können. Damit sie mit allen notwendigen Papieren aufgeklärt und wissend, was sie erwartet, zum Schwangerschaftsabbruch gehen können. Wir stehen dafür, dass ihnen respektvoll begegnet und ihre Entscheidung respektiert wird. Wir stehen hier für die Abschaffung des 219a und für ein Recht auf Schwangerschaftsabbrüche. Neulich fuhr ich in Urlaub, um abzuschalten. Ich packte 3 meiner Enkel und meinen Sohn ins Auto und wir fuhren in die Berge. Oma, was ist eigentlich eine Lawine? Ja, das kann Schnee sein oder auch Erde. Zum Beispiel wirft jemand einen Stein und bringt damit andere Steine ins Rollen. Das kann sogar einen Erdrutsch geben. Oma, aber warum bringt der Stein die anderen ins Rollen? Tja, vermutlich waren die vorher schon ein wenig locker, sonst würde das ja nicht passieren. Schönes Bild eigentlich, denke ich, und mir fällt ein, wie es losging. Jannik Hendricks hatte zig Ärztinnen angezeigt. Ausgerechnet bei mir brachte er den Staatsanwalt dazu, das Verfahren wieder aufzunehmen, obwohl der bereits eingestellt hatte. Er warf den ersten Stein. Ich muss schon lose gewesen sein. Sonst hätte ich mich nicht entschieden, mit meinem Verfahren an die Öffentlichkeit zu gehen. Dann kamen die nächsten losen Steine. Eine Mail aus Kassel. Frau Hähnel, wir haben auch eine Strafanzeige erhalten und wir werden das Wort Schwangerschaftsabbruch nicht von der Homepage nehmen. Ich weiß noch, dass ich völlig gerührt war. Jetzt war ich nicht mehr allein.
So lernte ich Nora Saas und Natascha Niklaus kennen. Ich kann nicht alle Steine aufzählen, die ins Rollen kamen. Es waren so viele und es ging so schnell. Eines Abends brachte mein Musikerfreund 400 Euro zur Probe mit. Von meiner Mama, für dich, zur Unterstützung. 400 Euro, so viel Geld. Irgendwann das Taz-Titelblatt. 30 ÄrztInnen waren bereit, mit ihrem Gesicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir machen Schwangerschaftsabbrüche. Als ich davon erfuhr, habe ich zum ersten Mal seit der Ladung zum Gericht geheult. Und so ging es weiter. Ein Stein kam zum anderen. Heute stehen wir hier zu dritt und werden geehrt. Drei Ärztinnen, die Abtreibungen machen. Und mit uns erhalten auch die Frauen, deren Würde ständig verletzt wird beim Thema Abtreibung, einen Teil ihrer Ehre zurück. Am 22. März werde ich auf der Leipziger Buchmesse mein Buch »Das Politische ist persönlich – Tagebuch einer Abtreibungsärztin« vorstellen. Darin habe ich versucht, die Geschehnisse aus meiner Sicht zu beschreiben. Ich lese im Folgenden Ausschnitte aus dem Kapitel 6.9.2018, der Glaube. In diesem heißen Sommer ohne Regen kann niemand mehr sagen, es gäbe keinen Klimawandel. Auch politisch fällt es schwer, keine Veränderung wahrzunehmen, sie nicht wahrhaben zu wollen. In diesem Sommer wird auch über die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche in Deutschland berichtet. Angesichts meiner Erfahrungen mit dem Thema sexualisierte Gewalt wundere ich mich nicht darüber, dass es in der Institution katholische Kirche gehäuft Missbrauchsfälle gab und gibt. Es ist gut, dass die erschreckend vielen Fälle jetzt endlich öffentlich werden. Das Schlimmste für die Opfer ist eine Gesellschaft, die es nicht wahrhaben will. Es ist entscheidend, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen und die Opfer rehabilitiert werden, nicht die Täter. Auf einem Kongress von FIAPAC im französischen Nantes lerne ich die internationale Gruppe Catholics for Joyce kennen. Ich bin müde nach 2 Tagen Kongress, aber Christiane von Rauch, Freundin und Kollegin aus der Solidaritätsgruppe, zerrt mich in einen weiteren Workshop. Es soll dort unter anderem um Moral und Ethik gehen. Ich kann das eigentlich nicht mehr hören. Aber dann wird der Workshop zu einem der wichtigsten Beiträge zu dem Thema für mich. Am meisten beeindruckt mich die Geschichte eines südafrikanischen Arztes, der vom Pro-Lifer zum überzeugten Pro-Joycer wurde, nachdem er den Tod einer Kollegin miterleben musste. Ich werde die Geschichte nicht mehr los. Früh am nächsten Morgen, Nantes liegt im Dunkeln, die anderen schlafen noch, laufe ich über die Loire in einen einsamen Park und der Satz, "She was young, tall and pretty, then she died", wird in meinem Kopf zu einer immer wiederkehrenden Melodie. Es könnte der Beginn eines Liedes werden. Thank you.
Also, eigentlich ist es uns wurscht und egal, wie ihr aussieht. Also für uns seid ihr einfach nur wunderschön. Wenn die Sonne schwarz wird oder wenn die aus Spielt wie ein Jana, bis auf Fero Galiziana, so ich, du sag mich nicht. Sag mir, wie erklärst du das? Ich will dir sagen, mein Verwurz.
Bei mir bist du schön, bei mir aus der Heim, bei mir bist du ein auf der Welt. Bei mir bist du geht, bei mir hast du mit. Freundinnen und Freunde, liebe Nora, liebe Natascha, liebe Christina, das war der erste Teil des Fests. Ich freue mich wirklich so, dass diese Preisverleihung eigentlich wirklich und der Preis das erreicht, was wir wirklich uns so sehr wünschen, nämlich Kraft spenden, Motivation geben, kämpferisch bleiben. Auch dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Annalena, für deine kämpferische Rede, die uns alle beflügelt, die wir gerne mitnehmen. Die Kraft von euch dreien, die spürt und sprüht in uns und lebt in uns weiter. Und wir freuen uns einfach, dass wir jetzt gleich unten weiter feiern werden. Ich möchte mich bei Ihnen beiden, Frau Gerstetter und Herr Altenhof, ganz, ganz herzlich für die tolle Musik bedanken. Ja, sehr gut. So, und ich kann Ihnen sagen, dieses Fest ist ein Fest. Es geht mindestens bis Mitternacht. Wir essen und tanzen. Ich möchte es einfach, morgen hätte Anne Klein Geburtstag, der 2. März. Deswegen findet immer auch die Anne Klein Preisfeier am 1. oder 2. oder 3. März statt. Und Barbara, ja, wir tanzen heute Nacht wieder. Auch du und ich. Auf geht's. Guten Appetit. Fest, Freude, Feier. Applaus